Block Inc. Ich habe ja bei meiner letzten Folge habe ich ja verloren. Und dann dachte ich mir, ich kann doch nicht so doof sein und immer nur am Verlieren. Dann habe ich nochmal meinen Arbeitskollege gefragt, denn der spielt das immer auf dem Handy. Er sagte, das musst du so und so und so machen. Und ja. Da habe ich aber noch vorher noch gesagt, was denn sprichst du jetzt gerade? Ich sagte einfach, hat er sich jetzt mal über mich lustig gemacht? Ja. Ja, du bist ein Noob. Voll Lappen. Ja. Und dachte so, das probiere ich jetzt nochmal aus, so wie man es gesagt hat. Und es geht. Auch auf normal. Ja, und dann habe ich ja, den Pilz freigeschaltet. Ja. Aber wir machen nochmal Bakterien. Ich habe auch jetzt auch voll viele Gene freigeschaltet. Hier. Das lasse ich so. Das lasse ich so. Das lasse ich so. Das lasse ich auch so. Jetzt nehmen wir mal normal. Einfach, niemand verschützt sich die Hände. Naja. Da kann man auch was sagen zu. Sorry. Forscher arbeiten nicht, naja, sind alles arbeitsfaul. Kranke werden in den Arm genommen. Ja, ja. Feiche von mir. Aber schon bei normal ist es so, 67,3% der Menschheit wäscht sich die Hände. Mhm. Forscher arbeiten 3 Tage pro Woche. Mein Gott, so ein Leben möchte ich auch gerne haben. Kranke werden ignoriert. Bei brutal. Zwangshafte Hände waschen, Forscher gehen nie nach Hause, Kranke werden weggesperrt. Seid ihr böse mit dem Wegsperren? Mega brutal. Gentrisch beeinflusst Entwicklung. Ärzte unterstützen die Forschung, so vielleicht eine medizinische Untersuchung. Aber das ist mir so brutal hier, die beiden brutalen Sachen hier. Ich mach mal normal. So, dann nenne ich das Ding mal. ZDF. Nein, ein Scherz. Man muss sich ja irgendwie einen Namen aussuchen. Benenne deine Seuche. Ich nenne sie einfach. Human Die oder Name ist immer so bei mir so eine blöde Sache. Ich muss mir mal einen Namen ausdenken. DSDS. Ich bin kein DSDS-Fan, gebe ich zu. Deswegen kann die Seuche auch so heißen, weil das kommt ja mittlerweile ja irgendwie jedes Jahr und ich komme mir sowieso kein RTL an. Aber genug geredet, wir fangen an. So. Ich werde auch hier viel drauf schauen. Und natürlich auch sollten Symptome schon vorzeitig kommen. Die werde ich zurückentwickeln. Bei Übertragung werde ich mich hier in diesem Bereich mich nur aufhalten, dass das hochgearbeitet wird. Bei den Fähigkeiten werde ich hier durchgehen. Und natürlich hier wegen der Forschung. Ja, so, das ist meine Taktik. Ob ich jetzt im Video gefinde. Das ist eine andere Sache. Aber es hat die ganze Zeit funktioniert und ich hoffe, das funktioniert jetzt auch mal in der Aufnahme, dass ich da auch mal einmal gefinde in der Aufnahme. Ich kann ja nicht immer nur verlieren in der Aufnahme. Da bin ich ja echt der größte Schwachkopf, den es gibt.
Ah, ist doch schön. Breite dich aus. Breite dich aus. So. Übertragung. Erstmal durchs Wasser. Man wird auch gleich sehen, wie schnell das dann auch geht. Wie schnell dann auch die Menschheit infiziert ist. Was auch Ziel des Spiels ist. An den Symptomen gehe ich erst zum Schluss dran. Wenn alle Menschen infiziert sind, oder kurz davor. Ach, Schatz, brauch auch was zum. Beschweren sich dann die Zuschauer. Oh, wie geht's denn das DSDS denn? Ich gucke das voll gerne an. Kommt schon, das ist doch in der Falle. Jedes Jahr die gleiche Scheiße. Und hört man was von denen? So gut wie nie was. Also, für mich ist dieses Deutschland sucht den Superstar, ich sag mal den Super Noob oder den Super Schwachkopf. Ich sag, was für Schwachsinn denn es gibt eigentlich im deutschen Fernsehen. Weil von denen hört man nichts. Von denen hört man nichts. Ist halt so. So, das Supertalent. Das finde ich wiederum interessant. Okay, das wird auch gesungen. Wiederum dann auch wieder schwachsinnig. Alle, die da so ein paar Sachen machen, die nichts mit dem Singen zu tun haben. Das finde ich interessant. Thank you.
Oh ja, das liebe ich ja. Oh, aber es dürfte noch keiner sterben eigentlich. Zum Dummen habe ich noch gar nichts. Entdeckt, obwohl schon Menschen sterben. Ah, sieht auch ganz gut aus. Ja, warte ich, du musst schon mal drauf gehen, so. Erstmal krank machen. Also infizieren. Also warum sterben so viele Menschen? Das darf doch noch gar nicht sein. So, oh, mein Handy nervt. Schön fahrten. An Cola! Lass mir das an. Weg heißt noch Cola. Und das tue ich jetzt am Stückchen. Boah, noch gekriegt. Ja, ich sag ja immer, rauchen und spielen, das verträgt sich nicht und trinken und spielen verträgt sich auch nicht.
Ah, das war ein bisschen. Na, jetzt kannst du mal anfangen. Theoretisch kann ich jetzt schon anfangen. Das heißt, ein bisschen schneller. Und dann arbeite ich mich auch nur in diesem Bereich hier am meisten. So, jetzt wurde sie entdeckt. Also, guck mal nach. Sie arbeitet echt gut aktiv. Weil ich gleich ein bisschen gegenfirken. Genau jetzt. Man sieht dann, wie weit der Balken nach da geht, der schwarze. Und wenn ich den dann schon hier habe, mehr hier habe, bei 40% ist das dann, glaube ich, dann sieht es immer. Das sieht gut aus für mich. Ah, das sieht ja jetzt schon gut aus. Ungefähr die Hälfte. So. Ja, das war schon.
Jetzt brauche ich mich nur noch zurücklegen. Und das war's. Menschheit bald ausgelöscht. So, so sieht es im Modus einfach aus. Das nächste Mal werde ich sie normal machen. Mal gleich gucken, was die alles gemacht haben, die Regierung. China. Naja. Das heißt, die Menschheit, Menschen vernichten. Es hat die Welt trotz aller Bemühungen zerstört. Die letzten verbliebenen Menschen liegen im Sterben und haben keine Chance zu überleben. Danke, mein Arbeitskollege, dass du mir das gesagt hast, wo er erklärt hat, wie es richtig geht. Ja, man kann auch gewinnen. Ich drücke mal einmal OK. Dann sieht es im Zoom-Bild hier. Auch das selbe spiele ich jetzt gerade nochmal. Ups. Ja, Freunde, falls euch dieses Let's Play gefallen hat, dann lasst mir bitte ein Like da. Ihr könnt mich auch natürlich abonnieren, ist ja klar. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder von Block Inc. Ich werde es mal wieder öfter spielen, glaube ich. Aber, kommt auch wieder mit dem Add-on Berlin X10. Zwar mit extrem runtergeschraubte Grafik, aber Hauptsache, es kommt mal wieder was. Okay, Leute, bis dahin. Tschüss.